Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal waren wir in der eisigen Hölle, das wird, schreibt es halt am besten, und wurden von einem unsichtbaren Wesen aus einer anderen Dimension gejagt, das unsere Pikmins plattgewalzt hatte. Also, ja. Unsere Pikmins mussten leiden. Und das ist nicht so knapp. Aber dafür haben wir den dritten Bereich so zu 70% schon abgeschlossen. Das ist doch auch eine gute Nachricht. Haben alle Pikmins damit jetzt eigentlich schon einmal gehabt, gesehen, mitgenommen. Und bei der Piklopädie haben wir momentan alle Einträge abgehakt. Und beim Schatzkatalog, da wollte ich mich ja eigentlich eher dann durchzwängen, wenn ich einen Bereich fertig habe. Also ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder auf die normale Expedition zurück. Weil hier bei den stillen Ufern haben wir noch 30%, die wir erkunden müssen. Und diese 30% können wir uns ja nicht entgehen lassen. Darunter noch zwei Untergrundbereiche und sehr viel noch an der Oberfläche. Also wir machen erst die stillen Ufer fertig, bevor wir hier zum Heldenversteck gehen. Ich denke mal, so viele Bereiche werden das jetzt auch nicht sein. Na dann, let's go. Sind auch nur noch 11 Schätze dort. So, wir sind mit Pikmins bewaffnet. Hauptsächlich mit Wasser- und Eis-Pikmins. Eis-Pikmins, damit ich das da aufbekomme. Ich muss das ja vereisen. Oh, mit Otschen kann ich dann einfach da durchrasen. Da muss ich die blauen Pikmins arbeiten lassen. Ich gucke mich hier gerade um, ob hier noch mehr von diesen Gelee-Dinger sind, die ich nur mit den Eis-Pikmins kaputt kriege. Ja, da hinten auf jeden Fall. Aber hier brauche ich komplett die blauen. Ich finde die Kameraperspektive von dem einen Teil immer richtig doof. Hier scheint nichts zu sein. Grabt ihr mal. Oh, was haben die denn da Schönes gefunden? Was schön, hol. Ich gehe einmal dahin, wo ich die Eisbeckens brauche. Versucht das gerade zuzuordnen, das da oben. Und dann nehme ich nur die Eis, nur die Wasserpigments mit. Weil die bringen mir hier wesentlich mehr. So, die beiden Dinger werden weg. Kümmern wir uns als nächstes um Fischi Fisch. Ich habe den anderen eingefroren. Und in Gelee verwandelt. Angriff! Okay, dann hole ich jetzt gleich die blauen Pikmins ein bisschen. Weil die Eispikmin bringen uns jetzt nichts mehr. Oh, wir haben alle Gummienten gefunden.
Habe ich auf jeden Fall was zum Vorlesen. Jetzt ist hier Ebbe, ne? Ach, damit habe ich den Bereich hier geleert. Mit dem, was ich gerade ausgegraben habe. Ah. Oh, die haben was Böses ausgegraben. Aus. Angriff. Der Transport wurde genehmigt. Ist doch bestimmt auch noch irgendwas vergraben, oder? Ist hier nix? Hier ist tatsächlich nix. Na gut, da drüben müssen wir noch das Dandori-Ding abholen. Aber ich glaube, ansonsten haben wir nur noch hier zu tun. Na komm, dann holen wir eben das Dandori-Ding zuerst. Würde ich sagen. Da muss ich dann auch das hier nicht beaufsichtigen. Okay, jetzt gerade kam die Ebbe rein. Nee, warte, das Dandori-Ding sollten wir eigentlich als letztes holen. Das eigene arme Pikmin, das ging recht im Gute. Etwas, was wir auf jeden Fall jetzt eben kurz holen, ist die riesige Melone. Die kann Otschen abtransportieren. Jetzt hat er endlich die Möglichkeit. Los, Otschen! Los geht's, ich glaube an euch. Ziehen! Otschen macht halt die Hauptarbeit. Aber was für ein gewaltiges Ding. Da muss doch unglaublich viel Glycerium bringen. Nur 200? Ist ja eine Enttäuschung. Dafür, dass das so viele schleppen mussten. Otschen, nimm du das mal mit. Fiesling! Ich habe ein paar meiner Pikmins gefressen. Okay, die kleinen Fische haben wir vernichtet. Jetzt war der große Fisch dran. Abtransport! Okay, hier ist ein weiteres Loch, da komme ich safe nur mit dem Blauen rein. Oh, wir sind mal wortwörtlich unter Wasser. Au! Vorher waren wir es ja eher nur so halb, ne? Ja, greift doch an! Auf was wartet ihr? Greift an! Oh, ich sehe da noch was zum Abtransportieren und da. Und dann müssten wir hier die Wand mal einreißen. So, sind wir hier wieder unter Wasser. Watching kann hier leider nicht helfen. Guten Appetit.
Oh, weil ich unter Wasser war, während es eingefroren wurde, wurde ich nach oben teleportiert. Ich wollte eigentlich nur das Teil empfehlen, aber ich habe nicht sonderlich viel drüber nachgedacht. Kaboom. Da war wieder eine Knobknolle. Hier, Otschen, hast du was zu tun. Obwohl, nee, Otschen, ich brauche dich, um da oben dran zu kommen. Ohne dich komme ich hier nicht hoch. Ich glaube, wir werden hier noch ein weiteres Mal hin müssen. Das nennt sich Sabotage, was da gerade versucht wurde. Aber am sichersten ist es einfach, Otschen loszuschicken. Okay, springen wir schnell in die Höhle. Können wir schon 80 Pigments mit uns schleppen. Okay. Schnell da rein. Oh, ich darf da nicht rein. Okay, wir konnten zumindest alle Pigments retten. Es ist keiner gestorben. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir reisen einfach direkt wieder hin, weil wir haben eigentlich gerade kaum was gemacht. Also klar, wir haben ein paar Sachen mitgebracht, aber... Wir haben kaum was geholt. Es waren nur 2%. Wir gehen auf jeden Fall direkt wieder hin. Was ich mir eigentlich frage, hat Otschens Schwanz schon eigentlich immer schon so ausgesehen? Weltraumhunde sind nicht wie normale Hunde. Achso, das Gespräch hatten wir, glaube ich, schon mal. So, Tag 23. Lesen wir uns doch jetzt erstmal den Schatzkatalog durch, was wir zu den Entchen haben. Hat man jemals etwas Bezauberndes erblickt? Ich jedenfalls nicht. Diese Wesen zu betrachten erfüllt mich mit Bewunderung, Ehrfurcht, was immer es auch ist. Ich empfehle jedem, diese Kunstwerk sein Herz zu öffnen und es eingehend zu betrachten. Bezauberndes Gummiteil. Als nächstes charmante Gummiteil. Welch ebenmäßige Züge, welch perfekte Proportionen. Ich bin vom Charme dieser Statue nahezu überwältigt. Sie ist nicht übermäßig groß, doch für Schönheit ist Größe nicht das entscheidende Merkmal. Entzückendes Gummiteil. Dieses entzückende Prachtstück aus Gummi mag klein sein, doch das beeinträchtigt die Wirkung keinesfalls. Vielleicht ist es sogar noch entzückender, weil es so klein ist. Ja, ich denke, dass dies der Fall sein könnte. Und das schmucke Gummiteil. Atemberaubend, ist noch nie ein Lebewesen mit einem so eleganten Aussehen zu Gesicht gekommen. Kein Wunder, das hier ist ja auch nur ein Gummiteil, aber definitiv ein sehr extravagantes Gummiteil, mit dem besonderen etwas. Ich habe nicht noch was voll, ne? Ne, momentan keine weitere volle Liste. Na gut, dann würde ich sagen, direkt wieder dahin, ne? So, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben nur noch 4 Objekte vor uns. Hier unten sind 2, hier oben ist 1. Es kann nicht sein, dass in der einen Höhle nur ein einziges Objekt ist. Das glaube ich dir nicht, Spiel. Irgendwo ist noch eins vergraben.
Ich würde trotz allem sagen, wir holen uns jetzt zuerst hier unten das Zeug, gehen dann hier hoch mit gelben Pigments, holen uns das und gehen dann erstmal hier die Herausforderung abholen. Und die Höhle machen wir dann als allerletztes. Los, meine Armee! Er hatte keine Chance. Ah, guck mal, hier ist noch das andere Objekt, das sind Weintrauben. Okay, ansonsten ist nichts mehr in der Ecke hier, ne? So, ich bin mit gelben Pigments jetzt bewaffnet. Wir gehen da oben hin. Da muss offenbar noch was ausgegraben werden. Ich habe da jetzt extra mit der Drohne geguckt. So, hier ist was vergraben. Oh, eine Aubergine. So, was sagt denn die Karte? Ich glaube, das letzte Objekt ist wirklich hier drin. Und es ist nur ein einziges, was in der Höhle zu holen ist. Dann könnte das eventuell eine kleine Höhle sein. Na gut, wir holen aber trotzdem zuerst den Dandori-Typen, weil die Höhle 100 pro länger dauert als das Dandori. Mein Naturbonbon fehlt auch nur noch eins. Das Testbecken. 6 Minuten haben wir dafür. Sammle innerhalb des Zeitlimits alle Schätzungen Kreaturen. Das ist immer meine größte Herausforderung. Okay, wir haben hier dann Dandori Level 3 vor uns und die Beschreibung sagte sogar gerade, ich soll die Blauen lieber abtransportieren lassen und die im Fels kämpfen lassen. Du musst mir nicht sagen, wer du bist. Ich sehe dich durch Dandori. Zeige mir dein Dandori. Instant das hier aktivieren. Und erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, da brauche ich die Wasserpigments. Das wäre eventuell der Bereich, den ich als erstes mache. Danach können wir uns hier hindurchkämpfen. Dann können wir hier das auch ganz schnell aufbrechen, dass sie das hier schnell abtransportieren können. Das klingt doch nach einem Plan, dass wir uns jetzt von hier hinten einmal so kreisrum arbeiten. Angriff. Warum habe ich kein Interface gerade? Okay, die Blauen lasse ich hier jetzt eben kurz abtransportieren. Warte. Das zuerst. Das können die restlichen dann machen. Ich brauche hier genau 15. Gummihändchen. Otsche, mach mal.
Kabum. Okay. Schon mal den nächsten kaputt. Jetzt machen wir erstmal ganz schnell die Wand kaputt. Die Yacht, die ich gerade habe, lasse ich da mal arbeiten und gehe dann weiter. Ich gucke, dass ich an jeder Stelle welche lasse, die durchgehend arbeiten. Jetzt kann ich den Fels Pigments auch sagen, die können das Ding ruhig abtransportieren. So, dann lasse ich die jetzt den nächsten Klumpen abtransportieren. Otschin transportiert das Große ab. So, der Rest kommt gerade angerannt. Wir lassen die Blauen hier natürlich abtransportieren. Hauptsächlich. So, da oben in dem Eck ist nichts mehr. Wir haben locker genügend Zeit. So, Otschin transportiert den Frosch. Denkt man, das größte Hindernis ist eher das da. Ich glaube, wir haben alles. War doch das letzte Objekt, oder? Ja. Den Zeitbonus pfeife ich 10-mal. Unglaublich ist dann doch schockierend. Du hast den Rekord gebrochen. Nimm dies. 30 Rohmaterialien. Ja, je besser man dabei abschneidet beim ersten Mal, umso mehr kriegt man. Bist du richtig gut in Andori? Prima. Dann holen wir die gescheiterte Person mal da raus. Stimmt, der muss ja jetzt auch abtransportiert werden. Da fliegt er. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem müssen wir diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten den Deckel dieser Höhle geschlossen halten. Ich würde sagen, ich lasse die Flügel Pigments abtransportieren. Das geht am schnellsten. Ich gebe nicht auf. Wir sollten zumindest versuchen, die Visitenkarte dieses Laublings zu lesen. Du kriegst 10 Punkte für deinen Einsatz. Ja, aber wieder kein Glück. Er kriegt die Punkte für den Einsatz. Ich würde gerne die Zwiebel zu denen finden. So. Letzter Schatz ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit hier drin. Sammle innerhalb des Zeitlimits alle Schätze und Kreaturen. Ach, das ist auch eine Dandori-Aufgabe, nur ist der Dandori-Typ gerade nicht da.
Um Gottes Willen, wie siehst du denn aus? Dies ist meine Höhle. Bist du hier, um Dandori zu trainieren? Trainieren, trainieren, mehr trainieren. Übersicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der linken Seite an und arbeiten uns dann hier drüben einmal durch. Otchen transportiert die großen Dinge, damit wir uns damit nicht lange aufhalten müssen. So, Trip. Otchen nimmt das mit. Ihr nehmt das damit. Reichen, wenn hier 10 Abtransport machen, ne? Dann helfen wir jetzt auf der anderen Seite. Nehmen wir dafür auch die Eispigments. So, ein bisschen selber mit draufhauen. Angriff, tot. So, einmal kurz da unten ausgraben, bitte. Otchen macht das da unten mal kurz alleine. Dann gehen wir mal so lange hier rüber und helfen da mal mit. Die haben aber auch so ein ekelhaftes Timing bei diesem Mini-Vogel gerade, ne? Ich würde sagen, wir holen hier jetzt das Zeug schon mal aus dem Wasser raus. Wir holen es nur raus. Und dann friere ich hier alles ein. Dich mache ich mal direkt kaputt. So, beides ist aus dem Wasser raus. Dann frieren wir jetzt hier ein. Wo ist das eine Eispigment? Da. Warum verweigerst du deinen Job, um mich sauer zu machen? Geh da rein, verdammt. Ich hab hier Zeitlimit. Otchen, geh mal... Nein, geh das Ding da unten holen. So, du kriegst einen besonderen Job. Du transportierst das da ab. Kommst du hier rüber? Hier ist noch Arbeit. Wir müssen hier oben jemanden vernichten. Vernichtet den. Angriff, verdammt nochmal! Manchmal regen die Pigments mich auf. Transportier mal ab. So, die 10 Pigments transportieren das Entchen ab und mit den restlichen hole ich jetzt da oben das Zeug. So, hier sind noch 2 Sachen. Helft da mal mit. So, mit dem Rest. Entchen. Warum kleben die noch an seinem Hintern? Wollen die mich aufregen? Runter von dem Hintern von Otchen und helft schieben!
Ihr faulen Biester! Ich glaub ja wohl, es hackt! Kleben die einfach an seinem Hintern, anstatt zu helfen! Ich muss ja an der Stelle übrigens ehrlich gesagt zugeben, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um das hier perfekt zu schaffen. Weil die Pikmin sich so oft so dämlich angestellt haben. Kann nicht sein, so schwindelig. Diese 30 Rohmaterialien sind eine Belohnung. Du bist ja richtig gut in Dandori. Prima, dann holen wir die gestandene Person mal da raus. So, den haben wir gerettet. Abtransport. Genau, helft da mal. Aber irgendwas müssen wir hier doch noch finden, oder? Weil ich glaube, es fehlt immer noch eine Sache. Ob die Visitenkarte diesmal Informationen über den Laublingpreis gibt, das glaubst du auch wohl selber nicht. Nein, gut, das kommt nicht überraschend. Moment. Sind wir hier jetzt wirklich fertig? Zählte der Gestrandete jetzt als letztes Objekt? Also laut dem Schatzding fehlt nichts mehr. Ja gut, ne? Laut der Karte ist jetzt auch nichts mehr hier. Ich guck gerade nochmal sicherheitshalber in die Grotten. Aber wir scheinen, soweit es geht, alles eingesammelt zu haben. Es ist jetzt auch nichts irgendwo vergraben, laut der Karte. Sonst würde das Ding ja noch weiter ausschlagen. Obwohl doch, irgendwas ist irgendwo vergraben. Ich guck sicherheitshalber wirklich nochmal drüber. Hier haben wir alle 11 Schätze. Hier haben wir 23. Von 23, 17 von 17. 5 von 5. Ich glaube wirklich, dass irgendwo noch irgendwas vergraben ist. Ich gehe nochmal mit der Drohne eben kurz über alles drüber. Okay, Leute, ich habe jetzt extra bis Ebbe gewartet. Und der Schatzschläger schlägt wieder aus. Offenbar da oben war irgendwas noch vergraben. Oh, wenn der Ultimotiviersaft aktiv ist, dann ist Otschen schneller geladen. Tatsächlich dort. Machen wir es uns doch einfach. So, fertig. Und da ist das letzte Objekt. Eine Perle. Es war nicht vergraben. Ich konnte die Muschel nun warum auch immer nicht sehen. Also ein Pikmin hat die Muschel jetzt gefressen, aber da pfeife ich fünfmal drauf. Wir haben hier jetzt abgeschlossen. Wir sind damit bei den stillen Ufern fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Camp wieder. Ich sammle jetzt hier noch ein bisschen Ultimotiviersaft. So, da sind wir auch wieder im Camp. Haben zwei Laublinge hauptsächlich gerettet. Und die letzten vier Items geholt. Damit sind die stillen Ufer fertig. Haben nur leider ein paar Pikmins verloren. Also eins.
Ja, kann ich mal machen. Das kleine bisschen musste ich jetzt extra noch mal dahin, ne? So, wer ist das? Und dann ist es jetzt Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Ist aber deutlich verschrumpft. Bildungsreiseleiterin Shivi, Heimatplanet Nishiki, Angestellte beim Reisebüro Satela. Sie organisierte die Bildungsreise, um ihre Firma vor dem Bankrott zu retten. Oh. Hier endet unsere Arbeit natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben, und ihnen zuzuhören. Ja, die suche ich jetzt sofort. Hallo, Shivi. Ich bin Shivi, vom Reisebüro Satela. Erstklassige Abenteuer für jeden Geldbeutel, das ist unser Motto. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe. Also das ist vielleicht nicht ganz der passende Moment, aber ich frage mich, ob so eine Rettung eigentlich von der Sicherung gedeckt ist. Wahrscheinlich nicht. Besprechen wir die Versicherungsfragen später. Sie lassen sich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Wahrscheinlich hängen die Kosten von den genauen Umständen ab. Sag mir bitte später Bescheid, wie es sich genau verhält. Zuerst muss ich als Reiseleiterin der Bildungsreise zu dem neuen Planeten für die Sicherheit unserer Reisegäste sorgen. Würdest du unsere noch fehlenden Gäste suchen? Ich wäre dir sehr dankbar und hätte auch eine kleine Belohnung für dich. Okay. Da muss ich noch einige finden. Ich bin ja richtig Platzshining. So viele Pikmin in deiner Truppe. Sechste Knolle haben wir halt gefunden. Versuch doch noch mehr Pigments anzuführen. Wenn es jemand schaffen kann, dann du, Shining. Nochmal zwei Knobknollen. Na gut, 100 war auch eigentlich immer Maximum. Und sonst noch wer der was von mir will? Scheinbar nicht. Wir haben vier Motivationsdinger. Da unten, da will einer auf jeden Fall was von uns. Oh, das ist ja toll. Du hast so viele Pikmin erblühen lassen. So wunderschön. Nochmal mehr davon. Bist du nicht fertig, oder? Diese Welt braucht mehr Blumen. Lass sie erblühen. Erblühen. Und nochmal 300 Pikmin hier. Man kann sich halt für alle 300 Pikmin was abholen bei ihm. Oh, das ist alles im Griff, ja? Da musst du schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. Das war Gebiet Nummer 3. Hm? Tja, da bist du wohl doch nicht. Noch nicht ganz fertig, Kühlschnabe. Also halt dich ran und bring die Arbeit zu Ende. Wir können ja vier Gebiete zu 100%. Ja, das vierte Gebiet wird wahrscheinlich schrecklich. Hier möchte noch einer was von uns. Deine botanischen Bemühungen tragen Früchte, wie ich sehe. Denn dir blüht die Pikmin-Population. Naja. Das ist für dich. Mein Dank für all deine harte Arbeit. Ja, für alle deine Pikmins, die wachsen, kriege ich halt auch einen Bonus. Ich sehe jetzt nicht, dass hier noch irgendwer was will, außer der von der Dandori-Herausforderung. Ach, der hier oben will noch was. Du machst ja prima Fortschritte bei der Höhlenforschung. Also lass hören, was du herausgefunden hast. Ich möchte, dass du ein Gefühl für Höhlen bekommst, also solltest du noch ein paar mehr erkunden. Bei der nächsten Höhle kriege ich wieder was. Wir können 100 pro was kaufen. So, was gönnen wir uns denn? Ja, die Haarstiefel finde ich jetzt nicht so wichtig. Den Frostschutz fände ich wichtig und den Flammschutz. Damit Otschen die Elemente nichts mehr ausmachen. Ja, gönnen wir Otschen noch den Luftschild. Und wir können natürlich noch Motivation ausgeben.
So, den Sprint wollte ich als nächstes aufbessern. Weil die anderen drei lohnen sich nicht. Jetzt ist der Sprint schneller geladen. So. Können ja sehen. Ja, fast instant. Wie stark muss das denn beim nächsten sein? Ja, Leute, das war doch ein erfolgreicher Tag. Wir haben ein weiteres Gebiet abgeschlossen. Ein viertes steht jetzt vor uns. Können uns nicht beschweren. Wir haben auf jeden Fall beim nächsten Mal Nachtexpeditionen vor uns wieder mal. Und natürlich auch ein weiteres Gebiet. Ich denke mal nicht, dass noch viele Gebiete kommen werden. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.